So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens irgendwann mal diese komischen drei Hellmanns Soßen getestet von Hellmanns Est1913 Cheese Style Sauce. Perfekt zu Burger und Nachos steht da drauf. Jetzt habe ich die noch nicht zu Burgern getestet, ich habe die noch nicht zu Nachos getestet. Ich wollte eigentlich bei dem einen Royal Rumble Wochenende Tortillas kaufen, dann die mal mit anbieten und hinstellen. Hannes konnte dann nicht kommen wegen Zugstreik. Jetzt wisst ihr auch ungefähr, dass das Video vor 10 Jahren entstanden ist. So, dann habe ich die richtig gute Idee gehabt. Ich esse ja so gerne Samyang. Meine Lieblingssorte von Samyang Buldak ist Cheese. Die Samyang Buldak Cheese, die eben sehr scharf sind, aber auch einen richtig tollen käsigen Geschmack haben. Wenn du dir da eine Portion machst und dann diese Cheese-Style-Soße noch oben drauf knallst, dann ist das bestimmt auch ein richtig geniales Erlebnis. Jetzt habe ich gesehen, ich habe gar keine Samyang Buldak Cheese mehr. In letzter Zeit kaufe ich die dann immer im Rewe nach, weil die dann mit 1,99 trotzdem noch mit am günstigsten sind. 5er-Pack 10 Euro, das passt. Im Internet so bezahlst du manchmal 15 bis 20 Euro fürs 5er-Pack. Ich habe aber noch eine Packung Samyang Buldak Quattro Cheese. Das ist nicht Normalkäse, das ist 4 Käse. Das heißt, das ist sowieso so viel Käse plus Käsesoße, dass diese Kombination bestimmt noch wilder ist. Hier steht auch hinten, ich weiß nicht, was das bedeutet, da ist auf jeden Fall, da steht auch eine 6. 6 von 8. Soll das Schärfe sein? Soll das was anderes sein? Ich habe keine Ahnung. Die machst du auf jeden Fall jetzt warm. Die kennt ihr bestimmt. Da haben wir mal ein Einzelvideo dazu gemacht. Wenn ich die aufmache, diese Tüte, seht ihr ja innen drin, habt ihr natürlich ganz klassisch wieder so einen Soßenbeutel. Ein Soßenbeutel, der ist diesmal nicht rot, der ist diesmal orange. Orange Samyang Soße, Quattro Cheese, 4 Käse und hier eben das Käsepulver. 2 Tütchen Samyang. Wir machen jetzt erstmal die Nudeln fertig, knallen das dann alles hier auf den Teller und zeigen euch dann, wie wir das fertig machen, wie es schmeckt. So, die Nudeln sind jetzt fertig. In diesem Nudelsieb, die geben wir jetzt einfach hier drauf auf den Teller. Das sieht bei mir auch noch so aus, als hätte ich einfach das komplette Päckchen so genommen hier drauf. Manche schneiden sich das ja klein, manche tun das richtig auseinander, klabustern. Bei mir bleibt das dann erstmal trotzdem so, wie es ist. Für euch machen wir jetzt hier wieder mal so eine kleine Draufsicht. Denn wir haben ja jetzt noch unsere Soße. Die Soße muss ja jetzt noch auf den Nudeln. Da machen wir hier das Päckchen auf mit der orangen Soße. Also der Beutel ist orange, die Soße an sich ist nicht orange. Wie ich sehe, ist die Soße aber sehr dick. Sehr dick, sehr musig. Sieht schon wieder aus wie so Pflaummus, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr fettig und ölig. Also das, was zuerst rauskam, das war einfach nur wie Öl. Richtig, das kommt wahrscheinlich auch durch das Ölige. Ich weiß nämlich nicht, warum die Soßen eigentlich so scharf sind, aber vielleicht ist da so eine Art Chiliöl immer dran. Zusätzlich, um die Soßen richtig schön scharf zu machen. Vielleicht haben die Soßen einfach einen super Geschmack und durch das Ölige, durch das Scharfölige werden die dann so richtig brutal. Ich glaube, so eine Quattro Cheese ist auch eine Soße, die du eher mit ein bisschen mehr Flüssigkeit machst. Mit ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil du ja gleichzeitig hier auch dieses Pulver hast, damit sich eben dieses Pulver richtig gut auflöst und dann wieder zampappt. Ich mache das aber anders. Ich mache es wie immer. Ich knall mir hier einfach komplett den ganzen Käse drauf. Dann machen wir das erstmal rum, ein bisschen, sodass das Käsige und das Nudelige sich kombiniert, was eine Riesenschweinerei ergibt. Der weiße Teller danach richtig komisch aussieht. Hier sind sogar noch schön weiße Nudeln dabei, die haben noch gar nichts von der Soße abbekommen. Hier habt ihr richtig rote Stellen, also das kann man schon wirklich so verteilen, dass das passt. Das Pulver, eigentlich hätte ich erst die Nudeln mit der Soße rummachen müssen. Und das Pulver einfach oben drüber geben, damit das Pulver eben auf der Soße hängt. Aber ich habe ja gleich noch meine komische Käsesoße,
die ich auch noch drauf machen kann. Das sieht jetzt schon richtig gut aus. Das können wir, glaube ich, fast so lassen. Ich habe diesmal auch nur eine Portion gemacht, denn wir haben noch heute was anderes vor. Wir wollen heute noch richtig einen drauf machen. Normal mache ich immer gleich zwei Tütchen Samyang mit einmal. Diesmal mache ich aber nur eins. Und jetzt kommt sie. Die Cheese-Style-Soße von Hellmanns. Das ist schon Quattro Cheese, ja. Das ist Quattro Cheese. Und jetzt kommt die Cheese-Style-Soße noch dazu. Und die, wie machen wir die jetzt da drauf? Wir machen einmal so richtig, damit sich das auch lohnt. Oh, da ist schon kaum noch was drin. Das sieht jetzt richtig pervers aus. Ist gelb, ist pervers, ist brutal. Das kommt hier weg, das kommt weg. Das ist Samyang. Und jetzt zeigen wir mal dieses Tütchen in die Kamera mit dem Essen. Dann wollen wir es aber gleich essen und probieren. Das heißt, wir müssen euch jetzt wieder richtig hinstellen, nochmal hochkant machen, dass ich jetzt essen kann. Jetzt versuche ich das zweite Thumbnail nochmal, indem ich einfach diese beiden Sachen reinhalte, zusammen mit dem Teller. So, das sind meine, ich weiß nicht mal, wie man es nennt, Quattro Cheese mit nochmal Cheese Sauce, also 5o Cheese, ne? Statt Quattro Formaggi gibt es einfach 5o Formaggi, das haben wir ja als Pizza mal gehabt. Das ist bestimmt jetzt auch mega fertig, weil das ja alles hier so, ist ja wie Mayonnaise ungefähr. Wir gehen jetzt einfach mal an den Rand, machen das ein bisschen zusammen, schieben uns das jetzt einfach in die Gusche. Das erinnert mich an die Käsebombe vom Timo. Aber das ist wirklich unglaublich genial. Und vor allem, es ist auch jetzt nicht mehr so scharf. Also die Leute, die immer sagen, ich esse das gerne, aber das ist mir übelst zu scharf. Macht euch mal so einen Humpen Käsesoße da noch mit dran. Ihr werdet sehen, es ist dann nicht mehr so scharf. Der Käse, der nimmt da einfach irgendwas weg. Der versteckt das, der lässt es innerlich wieder aufkommen. Ich werde mir das jetzt schnell hier reinhauen. Dann gebe ich nochmal ein Fazit ab. Also da reicht wirklich eine Packung Nudeln, wenn du diese Käsesoße drauf hast, die ist so fett, die stopft so brutal, aber die rundet diesen ganzen Cheese-Geschmack nochmal so immens auf. Ich glaube, ich habe sowieso gesagt, dass diese Cheese-Style-Soße von Hellmanns die beste Soße war von den drei Hellmanns-Soßen, die ich getestet habe. War ja auch noch die Avocado-Lime dabei, die fand ich mega pappig und mega muffig, die hat gar nicht geschmeckt. Dann war die Tzatziki-Style mit Gurken war dabei. Und die war mir irgendwie zu wenig, aber irgendwie trotzdem frisch. Also irgendwie gut, aber es gibt noch anderes, krasseres Tzatziki. Aber diese Cheese-Style-Soße, perfekt. Perfekt für ein Käseerlebnis und als Dip wahrscheinlich immer noch. Auf Burger habe ich es nicht getestet. Ich glaube, die Nudel in der Ecke, das kleine bisschen, das werde ich gleich Pupsi mal andrehen, dass die mal probiert. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wenn ihr die mal seht im Handel irgendwann hier, Hellmanns Cheese-Style-Sauce, gönnt euch die mit Samyang Bulldog Cheese oder mit Samyang Quattro Cheese für das übelst heftige Käseerlebnis. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Gut, jetzt habe ich Sandra kurz probieren lassen. Genau, ein kleines Gäbelchen.
von dem kleinen Gäbelchen sie gleich, oh, Milch, Milch, ist gleich losgerannt, Milch, jetzt weiß ich nicht, entweder verträgt sie nichts mehr oder ich merke einfach nichts mehr. Wo ich noch sage, dass das irgendwie jetzt milder schmeckt als sonst normal und durch diese Käsecreme ja sowieso dann irgendwie, ja, man besser essen kann. Bei ihr war es komplett Hölle, komplett ausgerastet, Milch, fertig, boom, ja. Ich habe auch gesehen, mittlerweile hier steht drauf 2, Stufe 2, ich weiß nicht, was hinten das ist, aber hier steht Bulldog Fire Level 2. Also ich glaube, es liegt an Sandra, es muss an Sandra liegen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.